الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Machen wir mit der Sira inshallah weiter. Und zwar, das neue Unterkapitel lautet, dass der Eintritt der Muslime in das Bezirk von Abu Talib. Der Eintritt der Muslime in das Bezirk von Abu Talib. Und zwar sind die Muslime unter Druck geraten, sodass sie vertrieben worden sind oder eingeengt worden sind in ein bestimmtes Bezirk. Und zwar das Bezirk von das Abu Talib oder Abd al-Muttalib, wie dem auch sei. Und die Leute sind dort hingegangen, das heißt die Muslime, und alle, die sozusagen für die Muslime gehalten, zu den Muslimen gehalten haben. Und sie sind dort gewesen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschützen. Weil es war jetzt sehr gefährlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Leute wollten ihn töten. Und sie haben von den Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, dass sie ihn herausgeben sollen, dass er rauskommen soll. Und sie haben gesagt, nein, der bleibt dort und wir beschützen ihn da. Und ihr dürft ihm kein Haar krümmen. Daraufhin haben die Leute von Quraysh eine andere Methode angewandt, weil sie wollten ihn nicht freigeben. Und sie haben dann, obwohl das ihre eigenen Verwandten sind teilweise, sie haben sie unter Druck gesetzt, und zwar wirtschaftlich unter Druck gesetzt, indem sie nicht mehr irgendwelche Ware rein oder rausgelassen haben aus diesem Bezirk. Das heißt, auf lange Zeit hätten sie wirklich verhungern können. Und sie haben ja auch dann nach einer Zeit wirklich unter Hunger, unter starkem Hunger gelitten, wird Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie haben ihre Kontakte mit ihnen abgebrochen. Sie saßen sich nicht mehr zusammen hin. Sie haben sich nicht mehr unter sie gemischt. Und sie haben alles dafür getan, um sie möglichst psychisch und das ist finanziell unter Druck zu setzen, damit sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam aushändigen. Und das haben sie insgesamt 3 Jahre lang gemacht. 3 Jahre lang konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Leute dieses Gebiet nicht verlassen, quasi nicht verlassen, und sie mussten ihn darin beschützen. Ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das für sie geworden ist, welchen Hunger sie erlitten haben müssen, wenn man 3 Jahre sozusagen abgeschottet ist von der Welt. Und nach 3 Jahren haben sie angefangen zu bereuen. Das heißt, die Leute von Quraysh, sie haben angefangen zu bereuen, dass sie das ihren eigenen Verwandten angetan haben. Nach 3 Jahren. Und es wird erzählt, und diese Überlieferungen sind umstritten, deswegen sind sie ein bisschen auch widersprüchlich. Und zwar haben sie, die Quraysh, haben sich untereinander geeinigt, diese Muslime und alle, die dazugehören, sich von ihnen zu trennen und mit ihnen nicht mehr zusammen zu sein. Und das haben sie aufgeschrieben. Dieses Bündnis haben sie verschriftlich verfasst. Und als sie dann, es wird erzählt, als sie dann dieses Blatt, diesen Vertrag nehmen wollten und zerreißen wollten, um zu sagen, dieses Bündnis ist jetzt vorbei, wir möchten den Muslimen wieder Freiheit schenken, haben sie dann dieses Blatt genommen. Nach einer Version wird erzählt, dass das Ungeziefer dieses Blatt aufgefressen hat und alles aufgefressen hat, bis auf den Namen Allahs. Das heißt, die gesamte Vereinbarung, den Kufr und die Ungerechtigkeit, auf die sie sich geeinigt haben, alles war aufgefressen, bis auf den Namen Allahs. Bis auf den Namen Allahs. Und in einer anderen Überlieferung ist es genau umgekehrt. Das Ungeziefer hat den Namen Allahs aufgefressen und alles andere stehen lassen. Als wäre es sozusagen, als zieme es sich nicht, dass Allahs Name steht auf so einem Blatt, das Ungerechtigkeit beinhaltet und Schirk und Kufr. Warum habe ich gesagt, die Sachen sind umstritten? Weil es ist eine Mursal-Überlieferung, das heißt eine Überlieferung von Urwa ibn Zubayr, radiallahu anhu, oder rahimahullah. Er war der Neffe von Aisha, radiallahu anhu. Aber er war kein Sahabi. Das heißt, er erzählt diese Geschichte und er gehört zu den Tabi'in, aber er sagt uns nicht, von wem er das gehört hat. Und logischerweise, wenn ein Tabi'i etwas erzählt, und er erzählt etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann müssen wir
erstmal wissen, wer die Zwischenperson ist. Wer ist der Vermittler zwischen ihm und den Sahaba? War es ein Sahabi, von dem er das gehört hat? War es seine Tante Aisha, radiallahu anha? Oder war es vielleicht ein, dann wäre es unproblematisch. Oder war es vielleicht ein anderer Tabi'i, von dem wir seine Vertrauenswürdigkeit erst einmal kennen müssen. Deswegen gelten Mursal-Hadithe prinzipiell als daif. Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, auch ein Imam der Tabi'in, er sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, 49 Jahre alt war, als dieses Embargo aufgelöst worden ist. Und deswegen, wenn wir uns das so auf dem Zeitstrahl anschauen, dann heißt es, es war im 10. Jahr. Im 10. Jahr nach der, wie heißt es, nach der Entsendung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Also bei der Sira muss man immer aufpassen. Wenn Jahreszahlen kommen, dann ist es entweder so und so viele Jahre nach der Hijra, aber so weit sind wir ja noch gar nicht, wir sind noch gar nicht ausgewandert jetzt, sondern so und so viele Jahre oder so und so viele Jahre nach der ersten Offenbarung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Also wenn Az-Zuhri recht hat, dann war der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam 49 Jahre alt und dann war das Ganze im 10. Jahr nach der Offenbarung. Das heißt also, die erste Offenbarung hat er bekommen. Wie ich gesagt habe, es ist vorteilhaft, dass man sich das auf dem Zeitstrahl also anschaut, weil das merkt es nicht so einfach. Wenn wir wissen, dass 13 Jahre vor der Auswanderung war die erste Offenbarung, Iqra, und 10 Jahre später oder 9 Jahre später war dieses Embargo beendet. Also 6 Jahre später hat es angefangen, dann nach 9 Jahren war es zu Ende, oder 7 Jahre später angefangen, nach 10 Jahren war es zu Ende. Dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam 49 Jahre alt. Warum? Weil er war ja 40 Jahre alt, als er die erste Offenbarung bekommen hat. Und 10 Jahre später oder 9 Jahre später war er eben 49 Jahre alt, wie Az-Zuhri rahimahullah ta'ala gesagt hat. Und Az-Zuhri ist, wie gesagt, einer der Imame der Tabi'in, aber der kleinen Tabi'in. Und unter klein versteht man Tabi'i, die also nicht viele Sahaba getroffen, sondern wenige die Sahaba, die spät erst gestorben sind, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Dann, liebe Geschwister, das nächste Unterkapitel lautet der Tod von Abu Talib und Khadija radiallahu anha. Am Ende des 10. Jahres, das heißt, nachdem dieses Embargo aufgehört hat, ist dann Abdu Manaf gestorben. Abd Manaf ist der Onkel des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Also sein Name ist Abdu Manaf und sein Spitzname, seine Kunya ist Abu Talib. Und unter diesem Namen ist er auch bekannt. Bei seinem Tod hat sich etwas ganz Besonderes ereignet, besonders in dem Sinn, dass man sozusagen daraus lernt und daraus profitiert. Und zwar, schlechte Freunde sind für einen sehr schlecht. Und sie können für einen so schlecht sein, dass sie einen nicht nur in diesem Leben begleiten, sondern sogar nach dem Tod noch weiter begleiten werden. So schlecht können schlechte Freunde sein. Und schlechte Freunde können einen im schlimmsten Falle vom Islam abbringen oder vom Islam abhalten, wie im Falle von Abu Talib. Abu Talib, ihr müsst euch vorstellen, er war kein Muslim und diejenige Person, die mit ihm Dawa gemacht hat, diejenige Person, die ihn versucht hat, für den Islam zu gewinnen, war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also du wirst keinen Menschen finden, der es auf sanftere, mildere, weisere, vernünftigere Art und Weise machen kann, geschickter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und trotzdem, was ist passiert? In den letzten Atemzügen von Abu Talib, wo er lag also auf seinem Sterbebett, dort sind dann die Führer von Quraysh, haben sich bei ihm auch versammelt. Und sie haben gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn versucht, in den letzten Abendzügen noch vom Islam zu überzeugen. Weil,
der Prophet hat gesagt, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah und dakhal al-Jannah. Das heißt also, derjenige, dessen letzte Worte la ilaha illallah sind, wird ins Paradies eingehen. Und das hat eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht auszunutzen. Weil viele Menschen, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie krank sind, wenn sie im Sterben liegen, dann ist das sozusagen die letzte Barmherzigkeit für sie, um noch einmal aufzuwachen. Und wenn Allah für sie besonders Gutes will, dann schickt er zu ihnen noch eine Person, die nochmal mit ihr Dauer macht, sozusagen, letzte Möglichkeit. Und manche Menschen, wie gesagt, sie nehmen den Islam dann an und sie haben sozusagen wenig getan, aber sie werden trotzdem ein Paradies bekommen, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm gesagt, sag doch la ilaha illallah. Sag doch, bezeuge doch, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Damit ich, wenn du das gesagt hast, damit vor Allah argumentieren kann. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieser Mensch, oder wenn die Zeugen alle sagen, dieser Mensch war Muschrik sein ganzes Leben lang und hat das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht, und die Zeugen sagen, er muss in die Hölle, dann kann ich kommen und sagen, oh Allah, das stimmt, er hat das alles gemacht, aber er hat La ilaha illallah gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam würde das als Argument bringen, dass Allah ihm alles vergibt, was er gemacht hat, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, auch in einem authentischen Hadith, dass Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, wird nichts so schwer wiegen wie Allahs Name in der Waagschale. Egal welche Sünde du gemacht hast, egal welches ist, es wird nicht das gleiche Gewicht haben wie La ilaha illallah. Das ist natürlich eine der Hadithe, die sozusagen sehr, sehr anspornend sind und eine frohe Botschaft sind für die Muslime. Was hat Abu Talib reagiert? Sein Problem war, wie ich gesagt habe, die falschen Freunde und die schlechten Freunde. Die Leute, mit denen er sein ganzes Leben sich abgegeben hat, sie sind dann an seinem Sterbebett gewesen und sie haben zu ihm gesagt, willst du etwa die Religion deiner Vorväter verlassen? Willst du etwa sterben in einer anderen Religion als deine Vorväter? Und das war sozusagen, dass die Religion der Vorväter, das war ihr Stolz, ihr Scharaf. Ihr Stolz war die Religion ihrer Vorväter. Deswegen war eines der Argumente, warum die Leute den Islam nicht angenommen haben, sie haben gesagt, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athaihim muqtadun oder muhtadun. Das heißt, wir haben unsere Vorväter vorgefunden, wie sie eine bestimmte Religion haben. Und wenn wir dieser Religion folgen, dann werden wir rechtgeleitet sein. Das war ein Argument von vielen Leuten. Und dieses Argument gilt bei vielen Leuten bis heute. Nicht, dass man denkt, das war von früher. Viele Menschen heutzutage, sie behalten ihre Religion, weil ihre Eltern diese Religion haben. Und deswegen ist es eine unglaublich große Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala für uns, dass die meisten von uns sind als Muslime geboren von muslimischen Eltern. Sodass wir nicht irgendwie einen Prozess durchmachen mussten und subhanallah, also Alhamdulillah, und das ist eine große Prüfung, wenn man als Nicht-Muslim sozusagen aufgezogen wird und die Wahrheit erkennen muss. Diese Person hat es sicherlich viel schwerer, aber Allah schenkt seine Gunst, wem er will. Und niemand wird und Allah wird nicht nach dem gefragt werden, was er tut, sondern wir werden gefragt nach dem, was wir tun. Und deswegen haben sie zu ihm gesagt, am Ende seines Lebens, willst du etwa die Religion deines Vaters verlassen? Oder deine Großväter, unter anderem Abdul Muttalib, sagten sie, möchtest du die Religion von Abdul Muttalib verlassen? Und Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ha? Ibn Abdullah ibn Abdullah. Das heißt, der Vater von Muhammad ist Abdullah. So. Sein Bruder, der Bruder von Abdullah, ist dieser Abu Talib. Das heißt, der Vater vom Propheten und dieser Abu Talib, der Onkel, beide, ihr Vater ist Abdul Muttalib. Deswegen hat er gesagt, möchtest du etwa die Religion deines eigenen Vaters verlassen? Möchtest du eine andere Religion stellen als dein Vater? Weil das bedeutet für dich, pass auf Abu Talib, das bedeutet für dich, wenn du die Religion jetzt wechselst und bezeugst, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit gesprochen hat, du wirst woanders sein als dein Vater. Dein Vater wird wo sein? Du glaubst, dass er in der Hölle sein wird und du wirst im Paradies sein. Und so wollte er lieber mit seinem eigenen
Onkel mit seinem eigenen Vater bleiben. Und deswegen sagte dann Abu Talib, Gott möge uns davor bewahren, er sagte dann als letztes, hätte ich nicht Angst, dass die Leute von Quraysh mich bloßstellen würden und sagen würden, er hat seine Religion nur gewechselt aus Angst, dann hätte ich dir diese Freude bereitet. Er spricht Muhammad s.a.w. an. Er sagt zu ihm, wenn ich nicht Angst hätte, dass die Leute der Quraysh, nachdem ich gestorben bin, sagen werden, der hat nur seine Religion gewechselt, der, aus Angst davor, dass man zu ihm sagt, er hat die Religion seines eigenen Vaters verlassen und sozusagen deswegen schmähen und deswegen beschimpfen, dann hätte ich, wenn ich davor nicht Angst hätte, hätte ich das getan, was du hättest, was du gerne möchtest. Und so hat er es nicht gemacht. Und er ist gestorben und Allah subhanahu wa ta'ala sendet eine Ayah herab, in der es heißt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Wahrlich, du leitest nicht recht, wen du willst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Oder besser übersetzt, Allah, wahrlich, du leitest nicht recht, wen du liebst, oder wenn du gerne hättest, dass er recht geleitet ist, sondern Allah leitet recht, wen er will. Insofern, das Einzige, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam machen konnte, ist tatsächlich, dass er den Menschen die Botschaft überbringt. Aber annehmen, das ist eine Sache, das muss der Mensch schon selbst machen und da muss Allah subhanahu wa ta'ala einem dabei helfen. Weil das ist eine Sache des Herzens und das Herz hat ein Geheimnis und dieses Geheimnis sozusagen kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala, wie diese Herzen wirklich funktionieren. Aber eines der wichtigsten Sachen ist, dass der Mensch natürlich die Wahrheit wissen will, dass er Dua macht. Und das ist für ihn das Wichtigste ist die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert, und das ist falsch, und das ist zu verstoßen. Es wird überliefert, dass dieser Abu Talib den Islam angenommen hat, aber das ist falsch. Warum? Weil erstens die Überlieferungen sind nicht authentisch, und zweitens, weil das widerspricht die Ayah, die wir gerade gelesen haben, und zweitens widerspricht den Hadithen bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass er Yawm al-Qiyamah Shafa'a machen wird für seinen Onkel Abu Talib. Speziell. Eine spezielle Shafa'a, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat für seinen Onkel. Aber diese Shafa'a wird nicht so sein, diese Fürsprache, dieses gute Wort einlegen, wird nicht so sein, dass sie ihn aus der Hölle rausbringt. Nein. Das darf er nicht, weil dann würde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Grenzen überschreiten. Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala niemandem erlaubt. Niemandem, der Schirk als Muschrik stirbt, darf jemals aus der Hölle rausgehen. Auch nicht der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das Einzige, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machen darf, er darf Fürsprache einlegen, dass die Qualen für ihn verringert werden. Das alles. Und statt, dass er im tiefen Grund der Hölle ist, wird er an der flachesten Stelle sein in der Hölle, die es gibt. Und trotzdem, wa'l'iyadu billah, wird er denken, dass er die größte Strafe hat von allen Menschen. Insofern, in der Hölle gibt es keine Barmherzigkeit. Aber es gibt weniger schlimme Strafen. Und das ist das Einzige, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machen darf. Und deswegen ist es falsch, was manche Muslime denken oder sagen, dass Abu Talib irgendwie den Islam angenommen hat. Und manche Menschen sagen das auch über die Eltern des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist auch total falsch. Also in Sahih Muslim ist überliefert, dass das also falsch ist. Und dass die Eltern des Propheten sind nicht als Muslime gestorben. Nicht als Muslime gestorben. Und da kommen manche fantasieren, die sagen, ja, das stimmt zwar, aber sozusagen die Eltern sind, Allah hat sie noch einmal lebendig aus dem Grab rausgebracht, und damit der Prophet mit ihnen Dawa macht, und dann haben sie den Islam angenommen. Und so Leute erzählen Geschichten von tausend einer Nacht. Und sie merken gar nicht, dass sie, wal'iyadu billah, dem Koran widersprechen, weil der Koran sagt, wenn ihre Frist abgelaufen ist, wenn die Lebensfrist vorbei ist, dann ist es vorbei, fertig. Da gibt es kein Zurück mehr und noch ein länger, und das gibt es nicht, fertig. Das heißt also, und diese Eier macht keinen Unterschied zwischen den Eltern des Propheten und von irgendjemand anderes. Kein Unterschied. Und deswegen muss man sich an diese Ayat halten, so wie Allah das klipp und klar im Koran gesagt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Abu Talib versprochen, dass er für ihn um Verzeihung bitten wird, solange es ihm nicht verboten ist.
Das heißt, solange Allah ihn nicht verbietet, wird er für ihn Verzeihung bitten. Und offensichtlich, nicht offensichtlich, sondern sicherlich war es so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es war ihm da noch nicht verboten, um Verzeihung zu bitten. Aber dann, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, bevor er für seinen Onkel um Verzeihung gebeten hat, also er wollte sagen, oh Allah, verzeih ihm und lass ihn ins Paradies eingehen. Auch das durfte er nicht, warum? Weil Allah hat die folgende Aya, er hat gesandt in Surat At-Tawba, auf der drittletzten Seite, Allah sagte, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Das heißt, es steht weder den Propheten noch den gläubigen Menschen, die mit ihm sind, zu, dass sie für die Götzendiener um Verzeihung bitten, selbst wenn sie nahe Verwandten gewesen wären, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Bewohner des Höllenbrandes sind. Noch einmal, also es steht weder dem Propheten zu, also er darf das nicht. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die höchste Stufe hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, trotzdem, diese Sache, das ist ein Recht Allahs. Da darf keiner, hat da was zu, sozusagen, mitzureden. Weder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, noch die gläubigen Menschen, die mit ihm sind, steht es zu, das heißt, dürfen es, weder sie einen noch einen dürfen es, Verzeihung bitten, Istighfar machen, das Rabbi Ghfirli, sagt man, das bedeutet um Verzeihung bitten. Also, oder du sagst, Astaghfirullah, oh Allah, ich bitte dich um Verzeihung, das bedeutet um Verzeihung bitten. Weder die einen noch die anderen dürfen für die Götzendiener, die Mushrikin, das ist jeder Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, entweder in Bezug auf Allah, besonders in Bezug auf die Anbetung, besonders in Bezug auf Ibadah, auf Dua, wie heißt das, das ist eine der weitest verbreiteten Formen der Anbetung, ist der Dua. Wie bei den Christen heutzutage. Dua ist, das ist einfach das direkte Sprechen zu Allah subhanahu wa ta'ala in Form einer Anbetung, das heißt, man bittet Allah subhanahu wa ta'ala etwas, was nur er kann. Wenn man dieses Bittgebet richtet an jemand anderes außer Allah, egal wer es ist, dann ist das großer Schirk, egal ob es ein Engel ist oder ob das ein Prophet ist wie Jesus oder seine Mutter oder wer auch immer. Und wer das macht, das nennt diese Person ist Mushrik, und wer in diesem Zustand stirbt, Allah wird ihr ihre Sünden niemals vergeben. Also, es steht weder dem Propheten noch den gläubigen Menschen, die mit ihm sind, zu, dass sie für die Götzendiener, für die Mushrik, um Verzeihung bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie Bewohner des Höllenbrandes sind. Das heißt also, nachdem der Abu Talib gestorben war und den Islam nicht angenommen hat, wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Bewohner der Hölle. Und ich darf nicht für ihn um Verzeihung bitten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für Abu Talib nicht um Verzeihung gebeten. Und noch eine ganz deutliche Überlieferung in Sahih Muslim, dass also eine Person, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam noch näher stand als sein eigener Onkel. Und zwar, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zum Grab seiner Mutter gegangen. Und dort hat er dann angefangen zu weinen. Und der Sahabi ist überliefert, sagt, er hat nicht nur selbst geweint, sondern er hat so viel geweint, dass die Leute mit dem Propheten auch angefangen zu weinen. Und dann hat der Prophet gesprochen und gesagt, ich habe meinen Herrn um Erlaubnis gebeten, das Grab meiner Mutter zu besuchen, und er hat es mir erlaubt. Deswegen ist er hingegangen. Und ich habe meinen Herrn um Erlaubnis gebeten, das Grab für meine Mutter um Verzeihung zu bitten, und er hat es mir verweigert. Er hat es mir nicht erlaubt. Hadith ist ein Sahih Muslim. Ja. Und deswegen, also sieht man, dass der Iman, der Schirk, wie man es sehen möchte, der trennt die Verbindung, deinen Kontakt mit trennt die Liebe vollkommen mit anderen Menschen ab, und nach dem Tod wirst du mit den anderen Menschen nichts mehr zu tun haben. Und deswegen, so verstehen wir auch, warum als Nuh alaihissalatu wassalam, Allah hat ihm versprochen, dass seine Leute, seine Familienangehörigen sozusagen, errettet werden. Und
Und danach ist sein eigener Sohn ertrunken. Und dann Nuh a.s. macht ein Dua und sagt: O Allah, mein Sohn gehört doch zu meiner Familie. Und du, du hältst doch dein Versprechen. Und du bist doch der Weiseste aller Weisen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: Wahrlich, dein Sohn gehört nicht zu deiner Familie. Ja? Weil die richtige Familie ist die Familie des Iman, die Familie der Gläubigen. Und die anderen haben mit einem gar nichts zu tun, außer dass man blutsverwandt ist mit dem anderen. Aber die wahre Liebe ist unter den Gläubigen. Und diese Verbindung, die die Gläubigen Muslime unter sich haben, muss stärker sein als deine Verbindung zu allen anderen Menschen. Khadija, radiallahu ta'ala anha, liebe Geschwister, ist im selben Jahr verstorben. Die erste Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und er hatte, während er mit Khadija verheiratet war, sallallahu alaihi wasallam, keine andere Frau gehabt, sondern er war mit ihr alleine. Und erst später hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, andere Frauen geheiratet. Ja? Und das zeigt auch, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, verschiedene Gründe gehabt hat, warum er geheiratet hat. Und subhanallah, sogar wir heutzutage, die gläubigen Menschen unter den Muslimen, die gottesfürchtig sind und so, sie heiraten, damit sie ihren Iman stärken. Viele Geschwister sagen, ich möchte meinen Iman sozusagen vervollkommen und stärken. Deswegen möchte ich heiraten, damit ich nicht Haram begehe, damit ich nicht was mich was. Dann ist dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht eher so gewesen, dass er, wenn er heiratet, dass er heiratet, um Allah zufriedenzustellen, um islamische Ziele zu verfolgen, wie zum Beispiel, dass das Wissen weitergegeben wird. Das ist eine der wichtigsten Sachen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sozusagen, statt dass er sich zu Hause 9 oder 11 Kameras installiert, die alle beobachten, was er macht in jedem Zimmer, sondern hat er einfach Frauen geheiratet, die Grund dafür waren, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam weitergetragen wird und weiter überliefert wird an die Menschen danach. Ja? Je mehr Menschen da sind, desto mehr können das dann auch zweifellos weitergehen. Wie dem auch sei, also Khadija radiallahu ta'ala anha, sie ist verstorben im gleichen Jahr, wie auch Abu Talib verstorben ist. Und das war circa, liebe Geschwister, 3 Jahre bevor der Auswanderung nach Medina. 3 Jahre vor der Auswanderung. Das heißt, Khadija radiallahu anha, sie hat niemals die Auswanderung miterlebt. Also sollte jemand von euch einen Hadith lesen, wo Khadija irgendwie in Medina erwähnt wird, dann weiß er, das ist eine Fabrizierung, das ist eine Erfindung. Ja? So findet man das heraus. Das ist eine legitime Möglichkeit herauszufinden, dass ein Hadith absolut Quatsch ist. Wenn jemand etwas erzählt, was überhaupt nicht sein kann. Ja? Und das hatten wir auch am Anfang gesagt bei der Erzählung, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinem Onkel verreist ist nach Asham im Norden, Damaskus und Umgebung. Und da haben wir erzählt, da gab es eine Geschichte, wie Abu Bakr und Bilal und weiß nicht was zusammen waren. Und dabei war Bilal immer noch ein Sklave in Mekka, der niemals da nach Medina ausgewandert, nach Damaskus gegangen wäre. Und die Geschichte war sehr unrealistisch. Deswegen sagen die Hadithiaten, also da hat jemand was verwechselt. Da hat jemand nicht ganz gewusst, was er richtig zuordnet. Also wenn man schon, nach dem Motto, wenn man schon was erfindet, dann soll man es auch richtig machen. Ne? Also richtig machen. Tayyib, liebe Geschwister, jetzt haben wir das ist, damit ich die Zeit nicht überschreite. Genau, noch 1,5 Minuten, dann habe ich die halbe Stunde voll gemacht. Und warum soll ich diese 1,5 Minuten noch sozusagen herausquetschen? Weil jetzt beginnt nämlich ein neuer Abschnitt. Und dieser Abschnitt schaffe ich nicht in 1 Minute, auch nicht in 1,5. Und zwar geht es um die Reise des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach At-Ta'if. At-Ta'if ist eine Stadt neben Mekka, in der Nähe von Mekka, eine Stadt auf den Bergen. Und heutzutage kann man dort von Mekka nach Taif in ungefähr also eine gute Stunde kommt man dorthin. Gibt es einen Landweg und gibt es einen Weg über die Berge direkt. Und das liegt, Taif liegt ungefähr 1200 Meter über den Meeresspiegel. Deswegen ist es dort viel kühler. Die Leute aus Jidda und aus Mekka heutzutage, sie gehen immer im Sommer nach Taif. Ja? Auch die, besonders die reichen Menschen, sie haben dort ihre
Residenzen und sie gehen in die kältere Gegend Taif. Und Taif ist auch dafür bekannt, dass es schönere Landwirtschaft hat, klar, weil es kühler ist, normal. Und auch bekannt für die Früchte, die es dort gibt. Und jeder, der dort einmal gewesen ist, weiß, dass es dort eine frischere und angenehmere Luft gibt als da unten irgendwo in Makka im Tal. Makka ist auch relativ weit weg vom Meer, auch im Gegensatz zu Jeddah. Und deswegen die Leute, wie gesagt, die gehen immer im Sommer dann auf den Berg. Da ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Fuß hingegangen. Eine Reise, die, wir haben ja gesagt, dass die von Mekka nach Medina sind ungefähr 10 Tage. Ungefähr 10 Tage muss man reiten. Und das sind circa 400 Kilometer. Circa 400 Kilometer. Also, wenn wir sagen 40 Kilometer pro Tag, 40 Kilometer pro Tag, dann wie viele Kilometer braucht man, Entschuldigung, wie lange braucht man, um, sagen wir mal, gut, sagen wir mal 150 Kilometer zurückzulegen, sind vielleicht ungefähr 150, ja, braucht man fast 4 Tage, also gute 3 Tage braucht man. Also 4 Tage muss man einplanen. Und das hat der Prophet gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob zu Fuß oder ob mit dem Reittier, ich gehe davon aus mit dem Reittier, aber trotzdem hat er diese Reise auf sich genommen, 4 Tage, damit er dass es Muslime dort einladen kann zum Islam oder Menschen dort einladen kann zum Islam. Nachdem er gesehen hat, dass in Mekka die Dawa nicht vorankommt und das nach vielen Jahren, ja, nach ungefähr 10 Jahren, immer noch Muslime in den Islam eingetreten sind, die an ein paar Händen abzählbar sind. Ja? Also zig Muslime, nicht mal 100 Muslime, haben den Islam angenommen vor 13 Jahren oder 10 Jahren. Hat er gesagt, dann muss ich das versuchen woanders. Vielleicht finde ich ein Volk, das auf mich hört und in den Islam eintritt, wie das Volk von Yunus a.s. Und deswegen ist er ausgewandert, also nicht ausgewandert, ist dahin gegangen, damit er dort sozusagen einen neuen Platz findet und neue Anhaltsstelle hat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.